Da bin ich wieder und es geht wie immer in die nächste Runde. Neue Tests, diesmal ein Teppichläufer, wie auch immer. Den gucke ich mir jetzt an und schau mal, ob der vielleicht schön weich sein könnte. Hier ist er nun ausgepackt und weich ist er natürlich nicht. Das muss er aber auch nicht sein, denn das ist ja kein normaler Teppich, sondern eine Schmutzfangmatte. Schmutzfangmatte bedeutet so viel, das Teil liegt vor meinem Eingang. Du läufst drüber mit dreckigen Schuhen und solange du läufst, fällt das Ganze, der ganze Dreck unten ab oder beziehungsweise bleibt im Teppich hängen und du hast dann in der Regel nach dem Füße abputzen saubere Schuhe. Soweit die Theorie, das funktioniert eigentlich auch recht gut. Ganz wichtig bei diesen Schmutzfangmatten ist natürlich die raue Oberfläche, die auch uneben ist. Das kann man hier sehen, die ist nicht gleichmäßig und wie gesagt relativ rau, so dass sich der Schmutz schön in der Matte auffängt und hängen bleibt. Noch viel wichtiger ist aber, dass wenn du das Teil umdrehst, so, und guckst dir den Boden an, dann muss der gummiert sein, so wie das Ding hier. Das darf nämlich nicht rutschen. Wenn der auf Fliesen draußen liegt vor der Tür oder auf Steinen und die werden nass oder sowas, dann sollte das natürlich möglichst nicht wegrutschen. Und das hat er tatsächlich. Das hier ist schön fest gummiert. Super Sache. Hier steht auch drauf, was man damit machen kann, waschen und so weiter oder nicht. Das ist ganz wichtig. Ja, und so sieht er dann ganz aus. Hier ist er nochmal, die Schmutzfangmatte, der Schmutzfangteppich, wie auch immer du den nennen möchtest. Ich würde mal sagen, das Ding hat den Test soweit bestanden. Ich werde das jetzt die Tage nochmal ausprobieren, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Aber grundsätzlich kann ich das Ding wirklich echt empfehlen. Das ist gummiert unten, das wird nicht wegrutschen und so macht das wirklich einen recht guten Eindruck. Also dafür definitiv Daumen hoch.